In gewisser Weise haben diese Überlegungen auch dazu geführt, dass der Bereich der Produktion und der Bereich der Distribution und auch der Bereich der, naja, erweiterten Distribution, in dem ich mich gerade befinde, dass die stärker verschmelzen oder auch interessanter kombiniert werden können, als das im Augenblick auch getrennt immer durch 2 Jahre Zeitfenster zwischen Kinoauswertung, Fernsehausstrahlung, DVD-Release möglich ist. Und das versuchen wir eben durch das Zusammenlegen dieser Termine, dass die Fernsehausstrahlung des Making-ofs-artigen Films auf Arte der Kinoausstrahlung vorangeht, dass in einem crossmedialen Raum es möglich ist, selbst partizipativ weiter mitzumachen. Was auch noch dazu kommt, ist natürlich, und das darf man nicht vergessen, bei aller digitalen Begeisterung, die Anwesenheit vor Ort. Deswegen gibt es neben den Premierenveranstaltungen auch Panels in Institutionen wie dem ZKM. It is the allegory of all making as the making of a wish. Making our second nature as daydreamers public, giving it a form, a forum for a change, an exchange, making it the onset for collective storytelling. Oder dem Hamburger Kunstverein, dem Museum Folkwang in Essen, wahrscheinlich der Akademie der Künste in Berlin. Also Orte, an denen man sich auch treffen kann und austauschen kann, wo auch wieder Material entstehen kann, an denen aber auch vor allen Dingen persönliche Begegnungen möglich sind. In diesem ganzen erweiterten crossmedialen Zusammenhang von Produktion und Distribution und vielen verschiedenen Phasen, die die Schriftform hinter sich lassen, da wird sich eine kollektive Intelligenz manifestieren können, kann sich entwickeln. Das macht nach meinem Dafürhalten sehr viel Spaß. Verrückterweise stecken alle diese Sachgebiete auch schon im Vorspann des Films. Also es geht darum, die Sachen parallel zur gleichen Zeit zu beobachten. Das ist die Anforderung an den Kommentar für Filmkritiker und Filmwissenschaftler. Und das heißt, man muss auch erstmal bereit sein, sich mit der Fokussierung auf das Werk, also sich von der Fokussierung auf ein Werk zu lösen. Das kann man eben sehr gut am Vorspann trainieren. Weil der Vorspann zeigt im Prinzip multiple Autorschaften. Okay, Thema. Vorspann, Schrift, Bild, Erwartungen, hier seltsame Animation. Thema: Produktionszusammenhänge in Zusammenarbeit mit dem Fernsehen und der Filmförderung. Thema: Darsteller, Akteure, Erzähler. Woraus setzt sich eigentlich das Ich des Storytellers zusammen? Der Vorspann ist meiner Meinung nach die intelligenteste Stelle des Films, und zwar schon allein deshalb, weil er mit der Illusion der 4 filmischen Basistypen aufräumt. Das ist eine Differenz zwischen Spielfilm, gibt Dokumentarfilm, Avantgarde-Film und Animationsfilm. Nämlich alle 4 Texttypen tauchen im Vorspann gleichermaßen zur gleichen Zeit auf. Das heißt, man wird von vornherein dazu konditioniert, dass es verschiedene Modi von Wahrnehmung gibt, die man innerhalb des Films permanent umschalten kann. Das heißt, man kann von einem dokumentarischen Modus auf einen Spielfilmmodus umschalten. Und die Animationsgeschichte ist im Vorspann durch Verwendung von Typografie gegeben, die auf verschiedenen elaborierten Ebenen stattfindet. Das kann Bewegungstypografie sein, es ist aber auch schon bei den allerfrühesten ersten gezeichneten Titeln auf Glastafeln ist die Komplexität schon entsprechend hoch. Man muss das nur zu beobachten wissen. Warum ist das eine Textsorte? Wenn man es genau genommen nimmt, würde ich das als Paratext fassen. Das heißt, es ist etwas, das erstmal, also man kann strukturelles Argument machen, es wird sehr häufig von nicht von den Regisseuren und dem eigentlichen Team selbst gemacht, sondern von externen Gruppen. Das heißt, man hat eine Lektüre des Films innerhalb des Films. Das heißt, die stellen sowas wie einen Kurzfilm her innerhalb des Films, der sich zum Hauptfilm irgendwie verhält. Unser Weltgefühl steckte, war eben noch nicht zerplatzt. Thema Dokufiktion. Thema partizipatorisches Filmemachen, Katastrophismus oder utopischer Film. Thema Psycho Fiction History. Also sehr häufig hat man narrative Vorspänne und man kann nicht eindeutig sagen, ob der jetzt in diesem Augenblick schon Teil der Diagese ist, was er sein kann, ob er ein eigenständiges, rein nur so etwas wie den Arbeitsausweis liefert, also rein dokumentarisch ist. Und der Zuschauer wird in gewisser Weise trainiert, hin und her zu schalten und gleichzeitig umzuschalten vom Kinoraum, in dem er noch abgelenkt war, und sich im Prinzip auch versucht, auf den Film selber zu konzentrieren. Ich fand sehr interessant diese Überlegung von dir, dass du gesagt hast, wir haben diese Unterscheidung zwischen diesen 4 Genres und sind seit 20 Jahren oder 30 Jahren nicht in der Lage, was Intelligenteres zu entwickeln, und mir ist es bisher auch nicht gelungen. Ja, das Problem ist ja immer noch, dass Filmgeschichte ist Spielfilmgeschichte. Das ist ein ganz großes Problem.
Und das heißt, es sind dann häufig auch die anderen Basisfilmtypen haben dann irgendwie eigene Filmgeschichten gekriegt. Es gibt eine Geschichte des Dokumentarfilms, des Animationsfilms und des Avantgarde-Films. Und man kann aber nie sehen, wie diese vier Typen eigentlich interagieren und wie man im Einzelnen umschalten kann. Also die Unterscheidung ist ganz populär durch Bordwell-Thompson-Filmart, die diese vier Basisfilmtypen einführen. Und ganze Generationen von Filmstudenten haben das immer gelernt. Und man kann innerhalb der Art und Weise, wie diese Kategorien eingeführt werden, kann man schon sehen, dass sie mit großem Vorbehalt eingeführt werden. Es wird immer betont, dass die Grenzen fließend sind zwischen den einzelnen Bereichen. Aber dann hat es auch eben einfach was damit zu tun, dass dann einfach sich eine bestimmte Pragmatik durchsetzt. Ja, aber wenn wir jetzt sagen, mit dieser Pragmatik sind wir gar nicht mehr einverstanden und wir brauchen andere, zum Beispiel Filme, die an bestimmten Orten spielen oder die dadurch gekennzeichnet sind oder die Unterscheidung doku-fiktional hinter sich lassen, dann würden wir dann mal vier neue Kategorien brauchen und die sind sehr schwer zu finden. Ja, vielleicht warum braucht man wieder vier neue Kategorien? Also man muss erstmal, verschiedene Modi von Wahrnehmung unterscheiden und die wechseln in dem Film. Das ist schon ziemliche Komplexität im Ganzen. Das heißt, man braucht nicht das Vorabraster, indem man den ganzen Film entlang eines bestimmten Typs beobachtet. Ich finde es viel interessanter zu sehen, wie innerhalb eines Films umgeschaltet wird und wie dann, das heißt, man braucht auch eine komplexere Beobachtung, die selber imstande ist, umzuschalten und auch selber diese Unterschiede anders zu schreiben. Also sollen wir mal ein bisschen feiner hingucken und die Elemente, die vorher subsumiert wurden unter einem so einem Oberbegriff, einzeln verfolgen. Richtig. Also außerhalb dieser Kategorien anfangen zu denken. Ja, was dazu nötig wäre, dass man sich in einer bestimmten Art und Weise von herkömmlichen Vorstellungen eines Werks loslöst und auf bestimmte Typen von Reihenbildung setzt. Wenn man dann auf Reihenbildung setzt, kann man eben entsprechend hin und her schalten zwischen diesen verschiedenen Elementen. Das ist ein großer Vorteil jetzt in der Medienlandschaft, ist so, dass viele der Filme, die früher nicht verfügbar waren, zum Beispiel Avantgarde-Filme, jetzt auch verfügbar sind. Das heißt, Filme, die bislang nur beschrieben worden waren, weil man hatte vielleicht mal Glück, diesen Film irgendwo mal zu sehen, kann man sich jetzt selber anschauen. Das ist teilweise für die Avantgarde-Filme auch nicht immer günstig gelaufen. Also man kann sehen, dass viele einfach the test of time nicht halten. Also viele sind einfach nicht so gut wie oder sind heute einfach nicht mehr so wichtig. Ja, aber der Begriff Avantgarde ist ja auch... Avantgarde ist selber ein dubioser Begriff. Und interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Trotzdem ist es so, dass man jetzt einfach Experimentalfilme, Animationsfilme, Dokumentarfilme und Spielfilme einfach zusammendenken muss. Und das ist die entscheidende Geschichte. Und deshalb muss man auch die Filmgeschichten anders schreiben. Und dann muss man eben auch versuchen, bestimmte Formen von Reihenbildung zu machen. Wie Godard das zum Beispiel macht in seiner Einführung in die wahre Geschichte des Kinos, wo er ja immer nur bestimmte Rollen von einzelnen Filmen zeigt und die miteinander koppelt.